habe ich gerade gehört, der Herr Pfarrer Kunitz ist auch da. Herr Pfarrer, grüß Gott. Ich weiß nicht, wo er ist, aber auf jeden Fall grüß Gott, Herr Pfarrer. So, kurz noch was zur Geschichte. Der Maibaumverein Garmisch-Griesen hat seine Ursprünge in Griesen, ein Ortsteil von Garmisch. Und da hat man 1981 den ersten Maibaum per Hand aufgestellt. Und das hat man dann wiederholt im Vierjahresturnus. Nachdem dann die Grenzen geöffnet worden sind und das ganze Griesen ein bisschen kleiner geworden ist, hat man sich dazu entschlossen, 1999 ans Gasthaus Breiwaschl im schönen Ficht heraus rauszugehen, fragen, und hat man da gesagt, da stellt man einen Baum auf in Zukunft. Also, genau. Und seitdem stellen wir eigentlich einen Maibaum da heraus auf. Für mich als Vorstand ist es jetzt mein zweiter Baum. Herr Meierhofer, jetzt weiß ich nicht, dass ich Sie noch mal ein paar Worte bitten, Sie müssen hier hingehen. Sein, Frau Pfarrerin Wilhelm, der Achtermann, liebe Mitglieder des Vereins Garmisch-Griesen, heute endlich mal bei Kaiserwetter können wir diesen Baum aufstellen. Das hat sich der Verein hart erarbeitet. Die letzten Male hat es geschüttet, was das Zeug hält. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war das Glück des Tüchtigen. Und da bitte ich jetzt einfach mal um einen Beifall für den Verein und stellvertretend für den Vorstand, der das diesmal wieder hervorragend organisiert hat. Vielen herzlichen Dank. Die Maifeste sind ja immer der Anfang von einem ganzen Kreis von kirchlichen und Volksfesten, den wir jetzt damit heute eröffnen und die letztendlich alle ehrenamtlich organisiert sind und vom Ehrenamt leben. Dafür an dieser Stelle auch gleich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also ein kleiner Dank für Frau Meierhofer, dass es heuer wieder alles so reibungslos auch im Rathaus abgelaufen ist. Vielen Dank. Und jetzt darf ich an Herrn Pfarrer Kunitz darum bitten, dass er den Baum segnet, dass alles gut geht. Und ja, so gut will, dass wieder den ganzen Tag so bleibt, wie es ist. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch und mit deinem Geiste. Thank you.